Und ein herzliches Willkommen zu Primal Carnage, zu einem Zwischen-Update. Ja, ich bin momentan sehr beschäftigt, Skin zu erstellen für das Halloween-Update und bin ein bisschen zeitgedrängt, weswegen dieses Video ein bisschen später auf meinem Kanal erscheinen wird. Wie ihr schon gemerkt habt, mache ich eine Pumpkin-Reihe und ich versuche gerade, so gut es geht, mehrere Pumpkins zu erstellen für die Klassen. Und ja, daher nicht wundern, wenn das Video ein bisschen später kommt. Ich denke mal, ist jetzt offensichtlich warum. Und ja, es hat sich einiges geändert. Es ist ein Patch-Note live gekommen. Eher gesagt, ein Patch ist live gekommen. Und wir haben auch neue Store-Items. Die gucken wir uns allerdings danach an. Denn wir gucken uns erstmal das Patch an. Muss ich erstmal dahin wechseln. So, und dumm. Da ist das Patch. Ihr seht schon, ist es mal wieder von mir übersetzt worden, vom Übersetzer, weil das ist besser, dass ich das so gemacht habe. Was, das konnten wir ja nicht lesen. Meltdown-Event ist nun beendet und es soll jetzt auch andere Sachen geben, sprich, es soll jetzt ein Halloween-Update vorbereitet werden. Zwei neue Karten sind dazugekommen, die neue Dino-Klasse ist dazugekommen und es war wirklich sehr viel los. Und es wird nicht ändern, weil man natürlich auch noch mehrere Events vorhat. Es steht ja auch, dass sie auf den Oktober sich vorbereiten und das Winter-Update auch schon so ein bisschen in den Hintergrund rutscht. Beziehungsweise es kommt nicht in den Hintergrund, es wird so ein bisschen verschoben und nach Halloween kommen die Winterskins, weswegen ich gerade arbeite wie eine Dampfmaschine. Und ja, da ich ja auch die Aurora-Skins machen möchte, weswegen ich jetzt ein bisschen unter Druck stehe. Ja. Nur mal so nebenbei angemerkt. Ja, es ist ja immer noch dieser Mapping, also Map-Wettbewerb unterwegs, aber da bin ich nicht dabei, denn ich kenne mich mit Maps so gar nicht aus. So, dann haben wir noch dieses Sandstorm Valley Update. Das heißt, die Sandstorm Valley wurde besser optimiert. Das heißt, man kann sich jetzt viel besser verstecken. Er sieht ja das auf dem Bild, dass man viel mehr Versteckmöglichkeiten und so hat. Und auch die Kollisionsoptimierungen und Beschleunigungsverbesserungen sind hinzugekommen. Ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, wenn ihr auf der Sandsturmwelle gespielt habt, dass ihr dann irgendwie festgebackt habt am Boden oder sonst irgendwie. Ich habe das auf jeden Fall gemerkt, dass ich am Boden immer irgendwie geleckt habe oder festgestockt bin. Und die Kollisionen, die waren auch nicht gerade das Geilste. Das soll jetzt, so wie es aussieht, verbessert worden sein. Eine neue Sunshine Valley-Version gibt es. Die gucken wir uns auch dann an. Es gibt Spieländerungen bezüglich den Klassen. Ein Fehler vor kurzem, den Nebeleffekt aufgrund von Änderungen an den Wirkungsweise der Aufprallimpulse eingefügt. Das heißt so viel. Wir haben jetzt ein bisschen andere Effekte. Bestimmte Waffen haben so gesehen den Dinosaurier verlangsamt, wie die M4-Karabiner. Das soll jetzt auch nicht mehr der Fall sein. Weil ich habe das gemerkt, als ich hier gespielt habe. Ich so, warum bremse ich? Warum bremse ich? Ich verstehe das nicht. Das ist jetzt endlich hoffentlich gefixt worden. Steht ja auch da. Und ja. Es soll auf jeden Fall eine sehr schöne Sache geben. Es ist ein Spawn-System Überarbeitung in Gange, weswegen auch die Server sehr, sehr hart lecken. Und wenn man bestimmte Glitches auslöst, was durch diesen Wechsel passiert, dann haben die Server richtig, richtig harte Probleme und crashen auch dann. Also bitte Leute, tut das nicht, benutzt diesen Glitch nicht. Und wenn er glitcht, bitte macht Suizid und behebt den Glitch, weil das ist unangenehm für den Server, unangenehm für die Spieler und es ist unangenehm für das Spielerlebnis. Also bitte, wenn ihr einen Glitch auslöst, aus Versehen, macht ihn bitte auch gleich rückgängig, indem ihr halt neu spawnt. Und bitte tut es nicht absichtlich, denn ihr wisst, es ist ätzend, wenn der Server laggt. Und ja, ihr wisst ja selbst, wie das ist. Ja, die Respawns werden hier geändert. Steht ja hier alles. Damit das Matchmaking viel, viel besser läuft. Ich habe schon gehofft, dass das letzte Update das gemacht hat, aber die arbeiten ja immer noch dran. Man hat ja gesehen, dass das Respawn so eine Sache ist. Die neue Funktion, die sie einbauen möchten, ist, wenn man eine Klasse gespielt hat,
dass man ein Timeout hat, also ein Timer. Also wenn er jetzt die Klassen auswählt und er holt nochmal dieselbe Klasse, dann könnte er den heben. Ist vielleicht eine gute Idee, finde ich. Aber ist auch eine bisschen beschissenere Idee, gerade bezüglich der Menschenklassen, weil man nicht mit jeder Klasse super spielen kann. Gut, ich habe eine große Auswahl an Klassen, muss ich sagen. Ich kann mit Pathfinder, Scharfschütze und Trapper, Kommando und Pyro, so sind bei mir die Reihenfolge, was ich am besten kann, ein bisschen schlecht. Es ist möglich, dass ich das machen kann, aber ich bin eher so ein Fan von Sniper oder Pathfinder oder Trapper. Weswegen ich wahrscheinlich weniger Probleme habe mit Klassenwechsel und der Klassen-Timeout. Das heißt, ihr könnt nicht mehr so einfach immer dieselbe Klasse spielen. Das ist gerade bei Tyrannenspieler richtig, richtig gut. Weil du kommst in ein Match rein. Du wirst gewechselt auf das nächste Match und du merkst, der Tyrann ist schon wieder voll. Und du siehst, es sind schon wieder die gleichen. Und du denkst dir dann so, nee. Dasselbe ist auch beim Kano. Das ist genau dasselbe. Und du hast nichts weiter als die Möglichkeit, Ovi, Nova oder die anderen Klassen zu nehmen. Und du hast keine Möglichkeit, die anderen Klassen zu spielen. Das ist irgendwo gut, dass das so ist. Ist auch irgendwo gut, dass das beim Scharfschütze und Pyro und so weiter auch so ist. Weil die meisten Spieler spielen immer dieselben Klassen. Und du kannst leider Gottes dann nicht die Klassen spielen, die gerne spielen möchtest, weil sie schon besetzt sind. Ne? Das heißt ja so viel, man hat die Chance, die Klasse zu spielen. Ist eine gute Idee. Ich bin mal gespannt, wie das sich jetzt umsetzt. Ist es so eine Sache, wie das sich im ganzen Ballonsystem ausübt? Das Problem ist auch, dass manche Ballonsysteme generell, es sollte so sein, wenn du hast ja eine Runde Dino und eine Runde Mensch und dann wirst du auf eine neue Map gedingst und dann solltest du automatisch, wenn du Mensch warst, auf Dino kommen. Das sollte unbedingt gemacht werden, weil ich habe das manchmal so leid, wenn ich Mensch war, autobalanciert noch wurde. Ich war endlich Dino, wurde autobalanciert, bin ein Mensch gegangen. In der nächsten Runde war schon wieder Mensch. Das fuckt ab. Das fuckt richtig ab. Ich weiß nicht, dass die meisten Spieler zu blöd sind, mit einem Mensch zu spielen oder keine Ahnung, aber meistens ist das so, wenn der Team-Switch kommt. Also wenn du jetzt auf, wenn du Dino gespielt hast auf Mensch, dass dann irgendwie die meisten im Menschenteam leften und die im Dino-Team werden dann autobalanciert und die kriegen dann das Kotzen. Das muss dringend wirklich so gemacht werden, dass man dann auch wirklich im Team bleibt. Da gibt es ja noch die Typen, die dann rausgehen und reingehen, bis sie in ihr Team wieder gegangen sind. Das muss auf jeden Fall so gemacht werden. Ey, das ist manchmal so wirklich nervtötend, dass die Leute dann rausgehen und machen so lange, bis sie halt in das andere Team kommen. Das ist bäh! Das muss dringend mal gemacht werden. Und die Spieler, die normal spielen wollen, die stehen dann da und denken sich so, ja toll, geil. Ich darf schon wieder. Nur weil diese Noobs, Nixkönner, es sich auf die Reihe kriegen, irgendwas hinzukriegen. Also das ist irgendwo, das muss auch dringend gemacht werden. Sie sind auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin, dass sie das machen. Und ich finde das auch super. Ich finde das krass, was sie machen. Natürlich wird es hier und da Probleme mit der Balance und so weiter geben, ne? Ist ja klar. Das wird aber dann mit der Zeit balanciert, was ich gut finde. So, der Tyrann ist jetzt auch einen fetten Nerf ins Gesicht gekriegt. Beim T-Rex bedenke ich da einen Nerf. Um ihn weniger unbesiegbar zu machen. Ich finde, Leute, ich finde ganz gut. Bin jetzt ganz ehrlich. Wenn du ein gutes Team hast, man hat es gesehen in den Videos, wenn du ein gutes Team hast, ist ein Tyrann sehr, sehr schnell down. Und mit diesem Nerf, den sie jetzt in ihre Fresse gekriegt haben, wird das jetzt wirklich, ich sag, hässlich. Es wird wirklich hässlich. Die Gesundheit des Tyrannen wurde weitaus verringert. Sie kriegen natürlich mehr Gesundheit, wenn sie fressen. Sie kriegen auch den Nahkampfbonus, kriegen sie auch dazu.
Aber man hat ja so gesehen eine Armor gemacht, wie man sieht. Die roten Punkte sind so gesehen die ganz schwachen Punkte, also da kriegt er am meisten Schaden. Die gelben sind die stark gepanzerten Punkte. Ich weiß jetzt nicht, was die grünen sind. Ich denke mal, die grünen sind neutral. Also dazwischen. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Wenn ich mir jetzt die Punkte da ansehen. Es ist eine geile Idee. Keine Frage. Es ist wirklich super Idee. Es ist auch gut gemacht. Das Problem an der Tatsache ist, dass der ganze Schwanz gepanzert sein sollte. Der ganze sollte gepanzert sein. Gerade der Akku sollte so ein bisschen mehr da wo der Kamm gerade aufhört, sollte es weiter runtergehen bis zum Schwanz. Er sollte komplett da gepanzert sein. Genauso gut wie beim Spino das so ist. Und beim Rex, der Schwanz, Hüfte, Schwanz anfangen, aber Hinterbein anfangen, sollte gepanzert sein. Natürlich die Unterseite nicht. Das sind ja meistens die Weichteile alles, ne? Aber im Großen und Ganzen Panzerung dahin. Das ist sehr wichtig für den Nerf, den sie gekriegt haben. Bin ich ganz ehrlich. Die Kano-Klasse und der Cerato kommen auch nicht mehr hinterher. Ich bin auch ganz ehrlich. Der Cerato ist auch verdammt schnell down. Die Menschen werden langsam in Übermaß mächtig. Also, ich denke mal, dass das ein bisschen zu hart an Nerf war. Und die testen ja auch noch an den Panzerungen. Das heißt, die werden wahrscheinlich auch die Panzerung ein bisschen anders da machen. Was auch besser ist. Beim Spino finde ich jetzt dazwischen Stockwerk von Bauch und Hüfte gut, dass die Panzer zugesehen sind. Aber ich finde, der Schwanz sollte komplett eine Panzerung haben. Komplett durchgezogen. Weil, ich meine, das ist ein Schwanz. Ich meine, bei manchen Tieren, die verlieren ihren Schwanz und laufen weiter. Also, sollten sie schon mehr Panzerung da haben. Ich denke mal, dass die das auch so machen werden. Die Armor soll da 40% Damage runterdingsen, aber die haben viel zu viel Fläche, um sie halt zu töten. Ich meine, der Kopf hat ja gar keine Panzerung. Der Kopf ist ja komplett ungepanzert. Und ja, also ich denke mal, die Panzerungsmechanik werden die da ein bisschen anpassen und verbessern. Und der Nerf, den sie gekriegt haben, ist auch hart. Aber zu später. Da kommen wir gleich zu den Patches. Ja, ihr seht auch, dass neue Herausforderungen sind. Die könnt ihr euch dann durchlesen. Ich mache die Herausforderungen nicht so. Ja, und dann haben wir neue Looks im Store. Die gucken wir uns danach an. Finde die Ta. Tarakona-Reihe, ja. So heißt sie. Sieht wirklich gut aus. Mein Farben-Style ist das jetzt nicht, aber das Muster finde ich immer Bombe. Also das Muster sieht wirklich immer gut aus. Kann man machen, ist auch eine schöne Sache. Ja, die Belohnungen für die Geschenkis wurden erneuert. Das heißt, wenn ihr jetzt diese Collars haben möchtet, solltet ihr euch diese Box kaufen. Oder ihr wartet, bis man die im Store. Also im Community Market eher nachgeworfen bekommt. Ich bin gespannt. Ja, der Cerato steht natürlich im Fokus. Der hat ja drei neue Skins bekommen. Und das sind hier die drei neuen Free Drops, die ihr seht. Die gibt es ab jetzt auch im Drop. Also erwartet euch noch einiges mehr. So, zum Patch Note. Da kommen wir jetzt zum Wesentlichen. Ein geänderter Spielfluss, den ich ja angeredet habe. Modulzerstörungen zu verringern. Ja, es hat einiges an Patches gebracht. Beziehungsweise Veränderungen. Oh, das ist gut. Wenn ein Spieler zu Lebzeiten die Klasse wechselt und kürzlich beschädigt wurde, erhält sein Angreifer einen Kill. Das ist schön. Kein dieses Suizid mehr! Ja! Weil meistens ist es so, dass sie sich gesuizidet haben und nicht wirklich einen kompletten Kill gab. Das ist jetzt vorbei. Es ist vorbei. Dieses Suizid gibt es nicht mehr. Endlich. Das ist gut. Eine komplette Überarbeitung des Aufprallimpuls. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was das ist. Ja.
Die Kugelschaden, der bei dem Kanus ist jetzt weg, ist behoben worden. Und noch ein anderer Impuls, der behoben worden ist, also es hat sich auf jeden Fall sehr viel geändert. Eine reduzierte Abklingzeit zwischen Sprinten und Hocken, Gott sei Dank. Das war manchmal schon nicht mehr feierlich. Erhöhte Heilungsgeschwindigkeit für Dinosaurier an Leichen. Gott sei Dank, danke, danke. Das war schon nicht mehr feierlich. Man fühlte sich schon langsam gemobbt. Erhöhte Tyrannengeschwindigkeit. Oh, die Tyrannen sollten schneller sein. Das werden wir uns mal angucken. Der bitte Spezialangriffsausdauer kostet T-Rex. Das heißt, der wird aber wahrscheinlich jetzt noch heftiger schlagen. Und jetzt kommt das, was ich so ein bisschen krass finde. Der Tyrannosaurus wurde auf von 4000 Leben auf 280 verringert. Das ist zu heftig. Der Tyrannosaurus ist kein Acrocanthosaurus. Ich denke auch, dass der Tyrannosaurus auch wahrscheinlich 3800 kriegen wird, weil das ist so gesehen die Zwischensumme, die, oder 3000, das reicht auch, 3000 reicht auch. 3000 ist eigentlich gut. So ein bisschen mehr Leben ist er zwischen Spino und Acro, ist eine Zwischenklasse, der T-Rex soll ja eine Zwischenklasse sein, der Spino sollte Tank sein und der Acro der Schwächere sein, weswegen das dann so besser funktioniert, wenn der T-Rex zwischen den beiden fungiert und das ist so gesehen 3000 Leben. Finde ich jetzt. So ungefähr. Diese 200 Leben, die könnten dir doch schon den Arsch retten, wenn du so eine Killermeute vor dir hast und was wir schon oft gesehen haben. Wenn die Menschen richtig teamen, dann ist ein Rex auch schnell tot und wir hatten einen Rex mit 4000 Leben und der ist instant sauschnell gestorben. Das wäre, was jetzt ist, das ist zu viel. Der kommt ja so gesehen einem Kano und einem Cerato nah langsam. Also das ist ein T-Rex. Ich bitte drum, bitte mir Leben zu geben. Acrocanto ist klar, der ist eher mehr schwächer und so. Passt auch besser in die Klasse rein, dass er halt nun mal so viel Leben hat. Ich hinterfrage so viel Leben ein bisschen. Es ist generell viel zu hart genervt worden, finde ich. So ein bisschen mehr Leben, minimal bisschen mehr Leben, dann ist das in Ordnung. Ich weiß, was es heißt. Ne? Wenn ein Menschenteam wirklich, wirklich fähig ist, das gibt's oft. Also wenn ich jedenfalls gespielt habe, dann ist ein Tyrann tot. Also ich bin ganz ehrlich, ist ein Tyrann wirklich down. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute so viel rumweinen und rummeckern, wenn sie in einen Freeroam gehen, ein fucking Freeroam gehen und von einem Tyrann vergewalttätigt werden. Ja, tut mir leid, spiel TDM, da siehst du die Wirklichkeit. Denn Freeräume sind keine TDM-Räume. Mir kommt das manchmal so vor, dass das die Leute genauso machen. Das habe ich auch schon oft gesehen, als ich dann auf dem Freeroam war. Hab Discord natürlich nebenbei aufgehabt. Und da sah ich dann, wie einer, es war derselbe Typ, das habe ich gesehen, weil er sich gleichzeitig gemeckert hat, dass er dann vergewalttätigt wurde im Freeroam. Und er dann gemeckert hat, die Tyrannen sind viel zu OP. Leute, es ist ein Freeroam. Da gibt es keine Balance. Da drehe ich jetzt mal ein P drauf, ey. Da eine Balance zu kriegen, ich weiß nicht, es ist ein Freeraum, es ist eher mehr zum Chillen gedacht und kein TDM. Weißt du, wenn, du hast Vorteile, wenn du TDM spielst, du kannst deine Errungenschaften machen, du kannst deine Aufgaben machen, wo du deine Skins bekommst, was 10.000 Mal besser ist, als in einen Freeraum zu gehen und sich da auszuschießen. Da TDM zu spielen, in einem Raum, wo es total unfair ist, wo man keine Fairness besitzt. Ich verstehe das manchmal nicht, warum die Leute das nicht unterscheiden können. Ne? Und das ist oft der Fall so gewesen, dass die Leute das so verglichen haben. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt Freeraum-Werte sind, denn das sind Freeraum-Werte, finde ich jetzt eigentlich schon. Ja, dann ist so ein Leben gar nicht so schlecht für einen Terran. Ja, bin ich ehrlich. Aber nicht in einem TDM. Wo wirklich jeder auf dich losgehen möchte. Ich bin mal gespannt, wie das balanciert wird, weil das ist hart. Ich denke auch mal nicht, dass der Tyrann so eine erhöhte Geschwindigkeit hat.
Und der Terran sollte jetzt, so wie es aussieht, viel mehr Schaden machen, wenn er auf Mensch drauf tretet. Gott sei Dank, das war ja schon nicht mehr Fall. Weißt du, du trittst voll auf Mensch und der lebt doch. Der soll mit einem Tritt tot gehen. Wenn man ihn schon so extrem nervt, soll der Terran anderswert ein bisschen Damage austeilen. Ich weiß ja, was sie da fabrizieren wollen, aber du musst vorstellen, die Menschen sind auf ein bisschen weit entferntem Feld und die sehen dich 10.000 Kilometer schon vorher, ne? Und du musst gucken, dass du dich irgendwie ranpirschst oder irgendwie an die dran kriegst. Wenn du dann von der Ferne schon sichtbar bist, dann bist du eigentlich schon gearscht, weil du, ja, es ist spielbedingt. Und ich weiß, dass Leute und sehr viele Leute so machen, dass sie einen Freeraum den TDM-Raum verwechseln. Der TDM-Raum ist, das ist Dino und das ist Dino, ja. Das ist Deathmatch-Game. Da herrscht die richtige Regeln, da herrscht auch Balance. In Freeräumen gibt es sowas nicht. Es gibt natürlich Limits in den Klassen, ist klar, damit es dann noch mehr eskaliert, aber im Großen und Ganzen, ich sag mal, ist das hart. Und ich bin froh, dass ich bei einem gewissen Server gesagt habe, er soll den Sniper und den Pathfinder nerfen, beziehungsweise limitieren, wenn ich mir jetzt angucke, was die Terran gerade an Leben verloren haben. Also, das wird dann noch lustiger, wenn da kein Limit für die drin wären, weil das sind die Noob-Klassen, kann man eigentlich sagen, Anfängerklassen und die zwei Klassen, die heftig Damage machen. Also, ich kann euch sagen, das ist nicht mehr feierlich. Wenn du da als Tyrann da stehst, und ich glaub mir, man kriegt einen Tyrann sehr schnell down. Jetzt natürlich werden die umfallen wie ein Käseklicker. Ah, Sprengstoff ignorieren jetzt die Stärke der Rüstung. Weiß nicht, ob das so gut ist, aber es ist realistisch. Ist auf jeden Fall realistisch. Ich weiß nicht, ob das so gut ist bei Sprengstoff, weil der Sprengstoff sowieso schon Schaden gemacht hat, wie Sau. Die Tyrannen haben jetzt Rüstungsstärke, Tyrannen und Wolfsschwänze erleiden jetzt weniger Schaden durch Waffen. Bin ich mal gespannt, wie viel. Der Schaden von Trapper, Doppelpistolen wurden von 40 auf 60 erhöht. Ja, der hat das auch gebraucht. Der Trapper konnte nichts mehr schießen mit den Dingern. Die maximale Munition der Trapper, Doppelpistolen wurde auf 100 erhöht. Das ist super. Doppelpistolen sind jetzt bei maximal Reichweite schädlicher. Das ist auch super. Reduziert das Schaden auf lange Distanz für Schrotflinten. Ja, endlich. Dieser Scheiße. Wirklich. Oh, das ist so gut, ey. Weißt du, du bist in der Ferne rumgelaufen. Du hast schon wie viel Schaden kassiert von der verfickten Schrotflinte. Oh, Gott sei Dank, es ist weg. Die reduzierte maximale Reichweite für Schrotflinten. Reduziert die maximale Reichweite. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das gibt. Das hätte vielleicht nicht gemacht werden müssen. Der Schaden ja, finde ich. Der Schaden ja. Der Schaden auf der Distanz ist in Ordnung. Aber die Reichweite, ich weiß nicht, ob das schon eine gute Idee war. Das wird man ja dann alles sehen. Ja, die Zeitfenster der Dino-Nahkampfangriffe wurde angepasst, um schneller reagieren zu können. Die Spino- der T-Rex-Schwimmangriffe wurden aktualisiert, um eine bessere Richtungslogik zu verwenden. Die Animationsgeschwindigkeit für den T-Rex-Flug wurde auf das 1,3-fache erhöht. Ich bin jetzt gespannt, wie das jetzt ist. Bessere Überprüfung von Auslastungen hinzugefügt, optimiert der Serververkehr für Auslastungsfehler im Hauptmenü behoben, wenn bestimmte Tasten gedrückt wurden. Aktualisierte Spielbeleuchtungsscheider für Dinosaurier, aktualisierte Grafik für Stromschläge. So, das ist schon eigentlich ein guter Batzen. Und ich glaube, wir gucken uns das auch mal an. Wir gehen jetzt auch zum Spiel wieder über. Wird auch so langsam Zeit. Ich bin gespannt, wie das System sich da mausern wird. Ja, und wir gucken uns mal den Store an. Da gibt es ja auch neue schöne Dinge. Da haben wir zum einen den Terrakona Skin Pack. Da kriegt er die ganzen Terrakonas, die jetzt hier drin noch sind. Den Yashuang-Akku-Mutation, den Mustifirex-Mutation, sprich den Buckrex, der ja für mich aussieht wie eine Bulldogge. Den Brutus-Kano, den Teradostrus, wenn ich das so richtig gelesen habe, den Swarm Cerato, den Moretta Cerato und den Archipelago
Ceratosaurus. Das sind so die neuen Sachen im Store, die ihr bekommen könnt. Wir werden uns die auch mal angucken und ich würde sagen, man sieht sich. Bis gleich. Hier haben wir den Mastiff-Rex mit dem Bugnaxios-Skin. Ja, sieht aus wie ein Mops, muss ich sagen. Also ein T-Rex, der gegen eine Wand geklatscht ist und ja, jetzt eine britische Schnauze hat, ne? Auf jeden Fall eine nette Idee, kann man machen. Sieht auch irgendwo ein bisschen niedlich aus. Auf jeden Fall eine nette Idee. Hier haben wir den Tarracona Tyrannosaurus. So sieht der gute aus. Sehr schick gemacht. Das ist ein sehr kompliziertes Muster auch. Gerade bezüglich hier die Übergänge und so. Auf jeden Fall sehr kompliziertes Muster. Da hat man sich mit Sicherheit sehr viel Mühe gemacht, das überhaupt so hinzukriegen. Auf jeden Fall eine sehr schicke Skin. Kann man nicht meckern. Und hier haben wir den Seepernrex, so gesehen einer der seltenen Skins, gerade momentan. Ja, so sieht der gute aus. Ist natürlich ein Free Drop, kann man auch craften. Auf jeden Fall sehr, sehr schick gemacht. Ich finde, das Muster ist auch sehr kompliziert, finde ich. Ist sehr detailreich. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schicke Skin. Kann man nicht meckern. Auf jeden Fall schick, schick. Hier haben wir den Tarracona Spinosaurus. So sieht der gute aus. Sehr schick gemacht. Ja, alle Tarraconas haben sie halt alle eine Ähnlichkeit miteinander. Ist ja auch klar, ne? Abgesehen von ein paar Feinheiten der Art. Auf jeden Fall sehr schick gemacht. Kann man nicht meckern. Yang Shuang Agro, wenn man das so richtig gelesen hat. Das ist ein sehr komplizierter Name für mich. Ich weiß nicht, ob das japanisch ist oder englisch. Sieht eher japanisch aus. Auf jeden Fall sehr, sehr schick gemachte Skin auch. Und ja, auch die Mutation sieht ganz in Ordnung aus. Kann man nicht meckern. Auf jeden Fall schick, schick. Der Ceratonastus, wenn ich das richtig gelesen habe, mit der Skin. Sollte die Skin sein? Ich bin mir jetzt nicht so sicher mehr, es sollte aber die sein. Auf jeden Fall sieht es sehr interessant aus. Von das da an dem Schnabel. Ich denke mal, dass das gefixt wird, weil ich denke nicht, dass das im Spiel bleiben wird. Sonst ist das eine sehr schöne Mutation. Auf jeden Fall gut gemacht. Ne, außer das Dach. Aber ich denke mal, dass das gefixt wird. Der Sky Emperor Terra, so gesehen der Legendary Free Top, den ihr auch craften könnt. Auf jeden Fall auch sehr schick gemacht. Die Farben sind sehr, sehr, sehr schick. Kann man auch nicht wirklich meckern. Schick, schick. Tarracona Dilophosaurus. So sieht der gute aus. Auch sehr, sehr schick gemacht. Immer das gleiche Muster. Sind ja in der Tarracona-Reihe. Auf jeden Fall sehr, sehr schick. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Kann man sich sehen. Und hier haben wir den Brutal-Kano-Taurus mit der Brutus-Kano-Skin. Mutation, Entschuldigung. Auf jeden Fall sehr schick gemacht. Die Skin ist auch sehr schick gemacht. Das Modell ist schick gemacht. Das wird auch mein Favorit sein, denn der
Juvenus-Kano kann das Collar noch nicht wirklich tragen, großartig. Ihr seht es ja selbst, dass es immer noch so ist. Ich hoffe, dass sie das in Zukunft irgendwann mal fixen. Auf jeden Fall, ja, bei ihm geht das und er ist so ein Mischmasch von dem und der gefällt mir auch sehr gut. Er ist nicht so fett, er ist auch schön schlank, ja, hat perfekte Populationen, finde ich. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Mutation. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schick. So, da ist der Hauptstar der ganzen Geschichte, der Ceratosaurus. Wir werden uns auch noch die Snaptown angucken. Die ist eigentlich genauso, wie hier jetzt gerade er das macht. So sieht dann auch die Snaptown aus. Daher werde ich die euch nicht direkt zeigen, weil er sie gerade vorgeführt hat. Auf jeden Fall sehr schick. Sehr schicke Taunt-Mutation, ja. Wir haben auch eine Deathful-Taunt-Mutation. Mein Gott, ich verwechsel heute viel. Die Flactalus-Cerato ist auch eine sehr schöne Mutation mit den Hörnern hier drauf. Hat was vom Drachen. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Kann man nicht meckern. Und wir gucken uns jetzt erstmal den Store-Items an, die man gerade kriegen kann. Das sind diese vier hier. Da haben wir zum einen den Swamp, mit dem fangen wir auch an. So sieht der gut aus. Jeden Fall sehr, sehr schick. Wenn man auf Neutral-Skins steht, Krokodil-Skins kann man eigentlich schon sagen. Ist so ein bisschen Krokodil-like. Auf jeden Fall sehr, sehr schick. So, dann gucken wir uns den Moretta an. Wo ich sage, der gefällt mir am besten, der Moretta. Sieht sehr schön aus. Hat ein schönes Muster. Gefällt mir ganz, ganz gut. Auf jeden Fall schick. Ist schick gemacht. So, dann haben wir den Archipelago. Der sieht so aus. Ist auch ganz schön gemacht. Auch eine sehr schöne Skin. Kann man nicht meckern. Ist ganz in Ordnung. So, dann haben wir den Terracona Ceratosaurus. So sieht der gut aus. Auch sehr, sehr schick gemacht. Sieht auch sehr schön aus. Jeden Fall schicke Skin. So, und dann kommen wir zum letzten von den ganzen. Der Alluvial Ceratosaurus. So sieht der aus. Auf jeden Fall sehr, sehr schick gemacht. Das ist einer der schönsten Skins, finde ich jetzt mal gerade momentan. Gibt natürlich noch andere schöne Skins, aber den finde ich vom Muster her und so wirklich sehr schön gemacht. Das ist ein sehr schöner Cerato. Ist allerdings ein Free Drop, kann man auch craften. Und ja, schick, schick. So, ich werde aber jetzt sagen, wir gucken uns mal die Tyrannen an, weil die haben ja mehr Speed und so bekommen. Und bis gleich. So, da sind wir auf der Valley auch noch. Jetzt hat sich hier auf jeden Fall was verändert. Gucken wir uns mal den Rex an. Er hat mehr Speed. Man, doch, doch. Man merkt in Speed auch. Man hat auch so ein bisschen Wendeprobleme. Für mich ist das jetzt nicht so schlimm, weil ich ja eigentlich ein Tyrannenspieler bin, weswegen ich ja genau weiß, wie man einen Tyrannen spielen sollte. Auf jeden Fall, die Speed ist vorhanden. Oh. Guck mal von hinten. Geschmeidig. Frisst auch nicht mehr so viel Ausdauer. Wenn ich jetzt nach links gucke, schlägt er auch in die Richtung. Sehr schön gemacht. Auf jeden Fall nice. Sehr, sehr schick gemacht. Wenn jetzt auch mal den Spino nutzen. Wenn ich natürlich die Klassen auswählen kann, weil das Problem ist jetzt, dass dieses Klassensystem. Ah!
Ihr seht ja schon das Klassensystem, wie das läuft. Das ist jetzt nicht mehr so easy. Mit dem Wechseln. Hier haben wir den Spino. Auch er ist schneller geworden. Auf jeden Fall sehr gut. Wendiger vor allen Dingen. Jetzt muss ich das nur noch hingehen. Das ist meine einzige Schwäche, wenn ich daran spiele. Wenn ich genau in dem Moment genau das mache, dann bin ich eigentlich... Das ist dann kacke, wenn die Steuerung mir so gesehen einen Strich durch die Rechnung macht. Das ist dann so ein bisschen... Meh. Ich merke mal auch schon die Veränderungen, die hier sind. Oh Gott sei Dank, das ist keine Freifläche mehr. Ja, mal gucken uns mal den Schlag an. Der frisst jetzt auch nicht mehr so viel. Auch sehr schön gemacht. Auf jeden Fall Bombe. Kann sie sehen lassen. So, und jetzt müssen wir nochmal irgendwie hinkriegen, das Shiny Glass zu machen. Okay, so funktioniert das. Shiny Glass. Und gehen jetzt auf den Akro. Ich sehe nichts. Auf jeden Fall, das ist der Akro. Und der müsste ja einer der schnellsten sein. Weil der Akro ist ja immer... Ja, ich merke es auch. Er ist auch einer der... Oh mein Gott. Ein Ferrari. Ah, ich hasse das. Wenn das genau dann eintrifft. Oh, leck mich am Backen. Ich hasse das, wenn man genau das hat. Ich müsste dann extra die Kamera mitbewegen, damit ich diese Wendungen kriege, die ich möchte. Auf jeden Fall, das ist mein einziger Nachteil als Terran, wenn ich dann anfange, diese Dinger hier zu machen. Auf jeden Fall ist der schneller geworden. Oh. Er zieht natürlich gut an der Ausdauer, aber der Stomp ist schnell genug. Das ist richtig. Reinrennen und dann. Das mache ich auch so gerne mit Marco. Das muss ich ehrlich sagen. Wenn gerade die Raptoren und Kanus gerade beschäftigt drin, mach ich dann den hier und. Dann so und dann. Auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Also. Ist eine schöne Sache. Die Frage ist natürlich, ob das Leben ausreichen wird. Das wird man dann im Laufe der Spielerlebnissen sehen. Wir gucken uns auch die Map ein bisschen an. Ich glaube, das machen wir auch zu Fuß, damit man auch die Kollision merkt. Ja, hier sieht man ja auch schon, dass hier so ein bisschen Versteckplätze sind. Ist vielleicht nicht so gut angeordnet, weil das sieht jetzt eher mehr so draufgebappt alles aus. Ich denke mal, dass... Da haben wir schon. Da hat man schon die erste Kollisionsproblem gemerkt. Von der Map. Auf jeden Fall, das hier ist auf jeden Fall sehr gut mit Versteckplätzen. Dann haben wir hier noch so einen Bogen. Hier kann man sich auch gut verstecken. Der Marco lässt sich jetzt hier auch gut durchlaufen. Haben wir natürlich Fahrzeuge, die rumstehen. Ja, hier kann man hoch. Hier hat man auf jeden Fall mehrere Steine, wo man sich verstoppen kann. Auch sehr, sehr schön. Ah! Ja, man hat ja eindeutig viele Versteckplätze. Muss ich nur drüber laufen können? Ja, gut. Kann ich hier durch? Nein, hier kann ich nicht durch. Und hier hat man auch wieder ein bisschen Probleme an dem Skelett. Hier sieht es aus wie immer. Hier sind ein paar Steine. Da hinten sieht es auch aus wie immer. Eigentlich da sollte genug Platz sein. Hier sollte eigentlich nichts da hinten verändert worden sein. Da haben wir auch mal wieder eine Kollision gehabt, die nicht da sein sollte. Ich denke mal, die wird noch mehr optimiert. Auf jeden Fall. Das habe ich gerade so derbe an die Ende Folge erinnert, wo ich mit dem Kanu durchrennen wollte und mich so ein kleines Gitter festgehalten hat, wo ich eigentlich drüber hätte laufen sollen. Sonst sieht's aus wie immer, würde ich sagen.
Meistens hat hier geändert vorhin. Hier waren auch die meisten Kämpfe auch immer. Man hat hier auf jeden Fall genug Versteckplatz. Auch viel mehr Felsen. Das ist auch gut so. Als Tyrann will man sich ja auch irgendwo ein bisschen verziehen. Ja, die Überarbeitung sieht auf jeden Fall gut aus. Dass da hinten mit den ganzen. Da war schon wieder mit mir, ey. Dass da hinten mit den Posten. Das sieht zwar nicht so gerade aus da. Aber es ist eine super Idee. Man kann sich super verstecken, wenn man das Problem hatte, man immer, dass man hier so gesehen die Menschen hatte. Und als Tyrann dich nicht verstecken konntest. Du wurdest hier auf der Freifläche, hier war ja alles frei, weggeschossen. So kannst du wirklich hier stehen. So ist ja auch nicht schlimm, wenn der Schwanz rauslugt. Ist ja jetzt auch nicht mehr so schlimm. Und kannst dann sich so gesehen verstoppen. Und wenn sie kommen, halt den hier machen, ne? Oder warte, bis die um die Ecke kommen und dann. Bumm! Ganz sauber, ne? Also. Wird super. Geht auf jeden Fall. Das geht hier gut klar. Ansonsten hat sich hier nicht viel verändert. Hier vielleicht noch. Aber hier sieht auch alles gleich aus. Oh. Wurzeln waren die vorher auch schon da? Oh, ich komme nicht rein. Auf jeden Fall. Auch cool gemacht. Ja, das war so gesehen das Sichin-Update. Das nächste Update wird gegen Ende dieses Monats oder so rumkommen. Jedenfalls im Oktober. Gegen Ende Oktober. Und da bin ich ganz gespannt, was da alles noch dabei sein wird. Und ich würde mal sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.